Und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute möchte ich euch einfach mal meinen neuen CPU-Killer mal zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Darkrock 3. Kurze Info, ich weiß, ich habe einen CPU-Killer drin, aber der reicht nicht wirklich gut zum Übertakten aus. Ich möchte ja den Prozessor auf 4,5 oder ein bisschen höher übertakten. Aber mit dem kleinen Boxkühler traue ich mir das nicht richtig zu. Und dabei habe ich mich hier für den Darkrock 3 entschieden. Und ja, der soll auch eine sehr gute Kühlleistung haben. Gekühlt wird er ja durch einen 135 mm Sidewing Lüfter. Und ja, dann packen wir ihn mal aus. Schon gut zu sehen, das Be Quiet Logo, was uns da entgegenstrahlt. Das ist ein Riesenapparat. Eine Dicke hier. Und mal gucken, ob ich hinten den 120er, den ich hier übrigens. Ich habe nämlich noch ein Purewings. Zwei Lüfter, das im Gehäuse drin war, weil ich da jetzt einen Zendings 3 jetzt reingemacht habe. Gucken, ob ich den raufkriege. Ja. Also es besteht auch die Möglichkeit, noch einen zweiten Lüfter hinten zu befestigen. Ja, okay, jetzt hole ich nochmal den Kühler, den ich sonst verwendet habe. So, hier habe ich mein zurzeitigen CPU-Kühler. Ach, Styropor lässt sich, also dieses Styropor-Dings lässt sich nur sehr schwer verschieben. Muss ich so halten? Ja. Aber den will ich nicht übernehmen. Erstens sind da schon, ich denke mal, das habe ich glaube ich schon in einem anderen Video schon erwähnt, dass da drei Stellen schon recht durchgeschmolzen waren. Und immer noch sind. Kann man das nicht sehen? Ah doch, jetzt. Da. Diese drei Steine, die sind durchgeschmolzen. Und der sieht auch nicht mehr ganz schön aus. Darum habe ich mich für einen Darkrock 3 entschieden. Holen wir mal. Da fängt der Schächtchen schon aus. Ein bisschen runter. Muss ja alles auch also ein bisschen selbst machen. Ja, schön, dass man es halt schon aufmacht. Irgendwie. Jetzt einmal die Anleitung. Die werde ich auch brauchen. Hier haben wir noch das nötige Zubehör. So ein kleiner Mutterschlüssel. Ich brauche die Halterung für AM3 Plus. Und hier haben wir die Big Blade und noch zwei Halteklammern für den zweiten Lüfter. Muss mal gucken, ob es auch für einen 120 mm Lüfter reicht. Muss ich mal gucken. Ja. Dann packe ich jetzt nochmal den Kühler aus. Boah, der ist schwer.
So. Machen wir mal die Kamera noch ein bisschen höher. Ja, hier ist das gute Stück. Riesenlüfter. Aber der muss auch was kühlen. Jetzt sehe ich gerade, wie das festgemacht wird. Okay, die kann man leicht biegen, sehe ich gerade. Aber wirklich, wirklich nur ganz leicht, also ich will die nicht überstraffen. Aber ich will mit dem sehr vorsichtig umgehen. Hier ist noch so ein dünner Schriftzug drauf. Ihr könnt es jetzt zwar nicht so ganz lesen, aber hier steht Achtung, bitte, also halt bitte die Folie vor Benutzung entfernen. Das ist natürlich auch ganz klar, weil sonst gibt es keinen guten Kontakt zwischen CPU und Kühler. Also immer die Folie entfernen, sonst habt ihr nicht so eine gute Kühlleistung, wie versprochen wird. Und im schlimmsten Fall schmort euer Prozessor noch fest. Naja, gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Prozessor kühler einbaue.
ich habe jetzt den Prozessor jetzt installiert und an zusätzlichen Kühlung habe ich ihn noch ein 120 mm Purewink 2 noch oben drauf geklemmt, so dass die Luft auch schnell aus dem Kühler raus befördert werden kann. Und da die Luft ja gewöhnlich nach oben steigt, finde ich es auch gut, dass der Kühler so rum hingerichtet ist. Also ich finde, das hat BeQuiet richtig gut gemacht. Muss mich zwar noch dran gewöhnen, aber so kann die Luft wesentlich schön nach oben steigen. Und jetzt kommt der erste Test. Ja, ich würde mal sagen, das System läuft stabil. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr das Video teilen wollt, könnt ihr gerne machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.